Du möchtest wissen, wie viel Freiflug man seinen Wellensittichen und Bergsittichen bieten muss, damit sie sich wohlfühlen? Braucht ein Welli oder Börki überhaupt Freiflug? Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen in einem artgerechten Freiflugzimmer getroffen werden? Was man beachten soll, damit sich die Sittiche rundum wohlfühlen und welche Gefahrenquellen man ausschalten muss, damit es keine Unfälle im Freiflugzimmer gibt, zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Wellinest statt Wellestress. Flügel sind zum Fliegen da. In freier Wildbahn in Australien sind die Sittiche den ganzen Tag auf den Flügeln und legen viele Kilometer zurück. Bei uns zu Hause kann ihnen das leider nicht geboten werden. Auch hat nicht jeder eine große Freiluftvoliere, in der die Federchen ungehindert fliegen können, so viel sie wollen. Sie sitzen den ganzen Tag im Käfig. Das kann zu Aggressionen führen, bis hin zu blutigen Auseinandersetzungen. Der tägliche Freiflug ist wichtig, um Frustrationen abzubauen und die Muskulatur aufrechtzuerhalten. Es hält den Vogel gesund und trägt wesentlich zu seinem Wohlbefinden bei. Wie lange soll man den Federchen Freiflug gewähren? Bei entsprechender Käfiggröße von 80 cm Länge, 45 cm Breite und 80 cm Höhe für ein Pärchen sollen sie mindestens 4 Stunden frei fliegen können. Ist der Käfig kleiner oder die Anzahl der Wellensittiche größer, muss den ganzen Tag Freiflug ermöglicht werden. Den ganzen Tag Freiflug heißt nicht, dass die Vögel den ganzen Tag herumfliegen. Wellensittiche sind in den Morgenstunden bis in den späten Vormittag und nachmittags bis Sonnenuntergang am aktivsten. Bergsittiche sind dämmerungsaktiv. In der Mittagszeit halten sie ein Schläfchen und ruhen im Käfig oder auf ihrem Lieblingsplatz. In ihrer Freiflugzeit suchen die Sittiche immer wieder ihren Käfig auf, um zu fressen, zu trinken und sich zu putzen. Damit die Federchen einen anziehenden Landeplatz haben, an dem sie sich wohlfühlen und vorwiegend aufhalten, bietet man ihnen am besten einen Vogelbaum oder einen höher gelegenen Vogelspielplatz aus Naturästen an. Das hält die Verschmutzung an einem Platz und reduziert die Gefahr, dass Bücher oder Tapeten angeknabbert werden. Wie man einen Vogelbaum bastelt, findet ihr in einem anderen Video, das am Ende dieses Videos angezeigt wird. Ist ein flugunfähiger Vogel dabei, ist es sinnvoll, Käfig und Spielplätze so zu gestalten, dass sie auch für den Fußgänger leicht erreichbar sind. Zum Beispiel durch Kletterseile und Äste, die den Aufstieg erleichtern. Er möchte auch lieber bei seinem Schwarm sein, als alleine im Käfig rumzusitzen. Damit den Wellis während des Freiflugs nichts passiert, ist es wichtig, das Freiflugzimmer zu sichern. Wichtig ist, die Fenster geschlossen zu halten und auch gekippte Fenster zu schließen. Spiegel und Fensterscheiben zu verhängen, damit sie nicht dagegen fliegen. Spalten hinter Schränken und Regalen abzudecken. Giftige Pflanzen aus dem Zimmer zu entfernen. Und darauf zu achten, dass sich Katze und Hund nicht in der Nähe befinden. Solange gekocht wird und die Ofenplatte heiß ist, dürfen sie nicht in die Küche. Freiliegende Steckdosen und Kabel müssen abgedeckt werden und es muss darauf geachtet werden, dass sie gerne auf Türen oder auf dem Boden sitzen und dass man sie nicht einklemmt oder drauftritt. Alle diese notwendigen Maßnahmen rechtfertigen keine ausschließliche Käfighaltung. Wie man ein Freiflugzimmer für Sittiche ohne großen Aufwand am besten sichert, zeige ich dir in meinem nächsten Basisthema-Video. Abonniere meinen Kanal, um nichts zu verpassen.